Willkommen zurück bei Let's Play Metroid 2 Return of Samus. In der letzten Folge haben wir zwei Metroids besiegt. Ja, ich weiß, es ist keine allzu hohe Anzahl der besiegten Metroids, aber es geht halt nicht anders. Wir mussten uns auch noch halt ein paar Zeug-Gadgets holen. Da konnten wir uns nicht nur um diese Metroids töten, die wir... kümmern müssen. Ja, genau diesen Satz wollte ich gerade loswerden. Ach, Mann, hier sind diese Viecher wieder. Aber jetzt geht's auf jeden Fall einfacher, jetzt wo wir den Eisbeam haben. Einfach einfrieren und ignorieren. Hör das reinfliegen. Ah, weg hier! Oh, er ist weg, gut. So, dann kommen wir jetzt nach unten. Ganz weit nach unten. Oh, da ist ein Ding. Dann können wir jetzt nach rechts gehen. Aua. Und hier ist ein Geheimnis, was mir die Karte verraten hat. Au, ach, jetzt lass mich in Ruhe, du Arsch. Ja, hier ist nämlich ein Geheimnis. Mein Geheimnis. Irgendwo hier. Es könnte auch da drüben sein. Das, was ich jetzt nicht ausschließen möchte. Hallo? Explodier bitte. Dankeschön. So. Scheiße. Eigentlich muss man das hier machen. Und dann das hier, um da hochzukommen. Ja, ah ja, hier ist es. Halt in der Einfahrt geirrt, aber... Ach, Mann, in der ersten Folge wusste ich noch so viel zu sagen, weil ich da alles erklären konnte. Und jetzt stehe ich schon wieder auf dem Schlauch. Auch wenn es erst die zweite Folge ist. Auf jeden Fall sollten wir gleich noch zu ein paar Metroids kommen. Was die ganze Sache dann wieder etwas spannender macht, weil die Metroids, die Kämpfe gegen die Metroids, die sind ja... Ach, Mann, 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 Junge. Die Kämpfe gegen die Metroids, die sind ja doch dann schon so ein kleines Highlight. Nicht wirklich Highlight, aber... spannender als die Kämpfe gegen die Vier hier. Das hier ist nervig, wenn du kein Plasma oder Sphazer Beam oder Wave Beam hast. Oh, jetzt habe ich verraten, welche Beams es noch gibt. Dann ist das hier so nervenaufreibend. So, wenn ich jetzt nochmal Pause mache und wer hätte es gedacht, auf die Karte gucke, dann sehe ich, dass wenn ich diesen Weg hier weitergehe, ich zu einem Metroid komme. Das ist schön, dass ich zu einem Metroid komme. So, einmal ein paar Lappen eingefroren, noch ein eingefrorener Lappen und noch ein eingefrorener Lappen und noch ein eingefrorener Lappen und auch ein toter Lappen. Und hier ist gleich das Metroid. Hallo, mein Freund. So. Dann war's das mit dem Metroid. Bleiben nur noch 36. Ein paar Kacklappen besiegen. So. Aua. Au, 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 au. Das machen Aua tun. So. Jetzt haben wir das rechts erledigt. Jetzt können wir nämlich noch nach links gehen. Und wenn wir hier nach unten und hier nach rechts, dann erwartet uns nämlich gleich wieder ein Metroid. So was Cooles verrät mir alles die Karte. So. Und meine Skills erledigen den Rest. Abknallen. Slirp. Komisch ist, wenn man in diesen Metroid-Schalen drin steht, dann kann man nicht mehr richtig hoch springen. Ah, ich glaube, ich weiß, wo der nächste Kampf stattfindet. Hier links ist nämlich das letzte Metroid im Abteil hier. Ach nee, doch nicht. Aua. Okay, der hat mich dann einmal angegriffen. Da
Das ist aber auch nicht so schlimm. Und jetzt sollte es gleich ruckeln. Gleich sollte es losgehen. Ja, da ruckelt's. Wieder mal das Zeichen, alle Metroids besiegt, wir können ins nächste Abteil gehen. Und wenn ich dieses Vieh... Ja gut, es ist vereist. Ich wollte gerade sagen, wenn ich dieses Vieh vereisen könnte, dann wäre es noch schöner, weil es mir dann nicht mehr im Weg rumsitzt, fliegt oder sonst was noch alles, was es noch so alles tun kann. Und jetzt kann ich mich wieder hier durchbombardieren. Es gibt dann noch Metroid-Kämpfe, die in diesen Dingern sind. Und das Tolle ist ja, sobald man aus dem Bild ist, geht alles wieder zurück. Oder fast alles. Der hat gerade Raketen verloren, die ich eigentlich gerne haben würde. Aber was es leider nicht möglich ist, mir die zu holen. Und jetzt hier runter. Die Moskitos hier noch alle. Und weg damit. Und jetzt mache ich nochmal meinen Trick. Um hier nochmal ein bisschen aufzufüllen. So. Ich glaube, wir hatten es eigentlich nicht nötig, uns aufzufüllen, aber ein bisschen gefüllt ist besser als ganz zu sterben, weil man sich nicht... Oh, toll. Aua! Ein bisschen gefüllt ist besser... Ach, halt doch deine verdammte Kackfresse, du Arsch! Hat sich das Heilen gar nicht gelohnt. Ich glaube, jetzt haben wir genauso viel wie vorm Heilen. Aber ist auch egal. Jetzt können wir auf jeden Fall hier wieder hochgehen. An diesen komischen Kaubällen vorbei. Ich weiß nicht, was das sein soll. Sieht wirklich aus wie so ein Hundekauball oder so ein Massageball. Ihr wisst, was Massagebälle sind, gell? Diese aus Hartplastik mit diesen Noppen dran. Oder, naja, nee, ich glaube, das ist Hartgummi. Entschuldigung, falls ich hier gerade... Und wer sich noch erinnern kann, als wir hier in der letzten Folge lang gelaufen sind, kamen die Lappen noch aus Säure rausgesprungen. Und dadurch, dass es jetzt geruckelt hat, ist die Säure halt wieder ganz zurückgegangen. Und deswegen können wir halt jetzt auch ins nächste Abteil gehen. Und hier war vorher auch Säure und dort kennen wir... Und jetzt können wir hier durchgehen. Was sehr schön ist, und so haben wir das rote und das blaue Abteil schon mal erledigt. Und dadurch, dass ich das gerade gesagt habe, wisst ihr auch, dass es auf der Karte, auf die ich gucke, verschiedene Farben eingeteilt ist. Und das erste, wo dieses eine Metroid war, halt dieses Tutorial-Metroid, würde ich sagen, das war halt die rote. Und jetzt waren wir gerade in der blauen drin und haben wir geschafft. Es gibt zwar noch eine blaue und dann gibt es noch eine hellblaue. Aber jetzt haben wir erstmal die erste dunkelblaue geschafft. Dann haben wir uns den Ice Beam, was eigentlich nicht nötig ist, den zu holen. Aber ist schön, wenn man ihn hat. Und den Spider Ball geholt. Und allerlei an Missile Containern. So, da. Ah, das war sehr knapp. Alter, ich erwische den nicht. Jetzt habe ich ihn. Komm, ich erwisch dich noch. Yeah. Au, 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 aua. Das hat ein bisschen wehgetutend. Und es geht jetzt hier weiter. Das grüne Abteil, wenn mich nicht alles täuscht. Ein bisschen schießen, ein bisschen Kaminschaden. Die Viecher hier, die sind so ein bisschen aus wie Bohrer. Oder? Bohrer. Ich weiß zwar nicht, warum Bohrer lebendig sein sollten, aber irgendeinen Grund hat es sicher. Und wenn mich jetzt nicht alles täuscht, dann kommt hier gleich ein Metroid. Oder nach den Viechern hier. Ich könnte auch auf die Karte gucken, da steht nämlich immer, wo Metroids sind. Aber dazu habe ich jetzt keinen Bock. Also verlasse ich mich auf meine Intuition und sage, ja, hier kommt sicher gleich eins. Ja, und da ist es auch schon. Aua, das hat er wehgetutet. Und das ist besiegt. Jetzt gucke ich nochmal auf die Karte. Ach ja, ach ja, ach ja, ja, wenn wir jetzt dort sind. Im grünen Bereich, falls es jemanden interessiert. So, jetzt sind wir da. Alles klar.
Erstmal ganz durch. Und ja, erstmal ganz durch und dann nach unten. Dann hätte sich die Sache erstmal. Ja, gut, erstmal die Raketen ausmachen. Oder wir könnten auch erstmal ganz durch und dann nach unten und dann. Ach Mann, 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 ich gucke gerade noch auf die Karte, da kann ich doch mich nicht hier aufs Spielen konzentrieren. Und da wäre dann ja ein Speicherpunkt. Das ist sehr schön, dass hier ein Speicherpunkt ist. Ich habe Safe States, ein ein universaler Speicherpunkt. Ich könnte auch da lang gehen. Ach, das ist so schwierig, die Entscheidung. Wir müssen sowieso überall lang. Also, da würde ich sagen, wir gehen zuerst mal erstmal hier durch und dann. Ja, die Maschinen, die ist so nervig. Okay, also erstmal hier durchgehen. Das kann man sich ja schon mal merken. So, jetzt haben wir das erledigt. Dann können wir jetzt hier gleich irgendwo runter. Das wäre dann wohl hier. Und können jetzt nach rechts gehen. Und das hier ist nur Wasser. Und deswegen können wir auch hier durchgehen. Wir haben auch nur noch 23. Und den Energy Tank. Und genau deswegen brauche ich hier jetzt noch Raketen. Das ist ganz wichtig, diese Raketen hier. Hier durch. Und hier kommt gleich wieder ein Freund, was ich auf der Karte gesehen habe. Und dann wird unsere Mühe belohnt. Sehr gut. Der ist dann auch weg. Und jetzt den Spider-Ball und hier hoch. Übrigens, ich hatte gerade schon gespult, gell? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich weiß nicht, warum hier meine 6. abschießt. Ach ja, ich vergaß. Ich muss ja hier durch. Ja, es ist ein bisschen umständlich hier, aber. Müssen erst hier alles wegbomben. Hier alles wegbomben. Hier alles wegbomben. Und dann das hier. Varia. So schnell kriegt man in diesem Spiel also schon den Varia-Suit. Und jetzt ordentlich ausgerüstet, können wir es auch mit den Rest der Metroid-Welt aufnehmen. Sieht zwar jetzt ein bisschen merkwürdiger aus als vorher, aber. Ich finde es schade, dass sie die Chozos nicht heilen können. Aber man kann ja nicht alles haben. Ist ja trotzdem ein lustiges Spiel. Es ist zwar das langweiligste von den Vieren, aber es gehört halt zur Vierlogie dazu. Zum Quartett dazu. Und dann muss man es halt auch spielen. Und einen Gravity Suit gibt es hier nicht. Der Gravity Suit, ja. Hat noch nicht existiert zu dieser Zeit. Was jetzt auch nicht unbedingt so schlimm ist, weil man rennt ja schnell genug hier im Wasser. Hier gab es nämlich noch keine Verlangsamung im Wasser zu dieser guten alten Zeit. Und ich diese Viecher hier jetzt abknalle und dann hier nach oben hüpfe und nach oben hüpfe und nach oben hüpfe und nach oben hüpfe und nach oben hüpfe. Dann hier jetzt nach links. Ganz nach unten, nach unten, nach unten. Aua, das hat weh getut. Und gleich werdet ihr was Neues sehen. Aua, na, es hat uns ein Bohrer erwischt. Hier gibt es nämlich gleich ein Metroid. Der nächsten Entwicklungsstufe, glaube ich. Ich mache hier mein Safe State. Ja, ein Gamma-Metroid. Das hat sich gerade entwickelt. Na komm ran. So, das Gamma-Metroid ist besiegt. Ich konzentriere mich bei dem Kämpfen immer so ein bisschen, weswegen ich dort nicht rede. Weil ich keine Lust habe, da sehr viel abgezogen zu bekommen, weil das ziemlich uncool wäre.
Ach ja, ich freue mich, das jetzt als playen zu können. Ich hatte ja wirklich diese anfänglichen Probleme mit diesen Laggen. Hier kommt jetzt gleich noch ein Alpha-Metroid, wenn ich richtig gesehen habe. Ja, ich habe richtig gesehen. Alter, ich und mein Retro-Zeug, wisst ihr? Das kannst du keinem erzählen, wie viel Retro ich hier spiele. Also, Lufia ist Retro und das hier ist Retro. Das erkennt man alleine an der Zahl des Jahres, wo diese Spiele auf den Markt gekommen sind. Und das hier ist so nervig. Das ist so nervig. Und davon gibt es noch ein paar Passagen. Und dort ist das nächste Metroid. Es ist ein Gamma-Metroid. Hallo, mein Freund. Puh, das war Knäppchen. Und jetzt kann ich hier durchgehen. Und komme zu einem Leben auf Frischer. Und wenn ich jetzt nochmal auf die Karte gucke, dann kann ich auch sagen, ob's... Nein, hier sieht es nur nach dem Lebenserfrischer aus. Jo, aber jetzt können wir noch nach rechts gehen. Und da ist dann noch ein Metroid. Okay. Alles klar. Und ich sollte echt Pause machen, wenn ich auf die Karte gucke oder weiterspielen. Weil hier geht es eigentlich auch wieder nach Zeit. Die Samus hier sieht zwar nicht ganz so gut aus wie Ice Hero Mission. Ein bisschen grau und pixelig und anders, aber... Aber... Ich will es trotzdem ziemlich schnell schaffen. So. Yay. Mach, das ist so spaßig hier. Das regt mich auch überhaupt nicht auf, das hier ständig zu machen und die Tasten und meine Tasten zu spammen. So. Jetzt müsste ich soweit sein. Hier müsste jetzt gleich noch ein Alpha kommen. Alpha! Da bist du ja. Aua! So. Ihr könnt jetzt noch ein bisschen nach rechts gehen, aber rechts ist nichts mehr. Zumindest sagt die Karte, dass rechts nichts mehr ist. Also ist das auch so egal, ob ich da jetzt noch hingehe oder nicht. Auf jeden Fall kann ich mich jetzt wieder hier durchbomben. Was voll spaßig ist. Yay. Ich hab Spaß. Auf jeden Fall können wir jetzt wieder hier hochgehen und... Nein, nicht hier hoch. Erstmal hier durch und dann wieder hoch. So, man kann in diesen Metroid-Schalen wirklich nicht gescheit springen. Aua. Das hat weh getutet. Ich dachte, wir schaffen es noch, bevor uns das Vieh ansägt, aber... Das war anscheinend falsch gedacht. Auf jeden Fall kann ich jetzt... Aua, Mann, komm, du hast mich eigentlich überhaupt nicht berührt. Das wenn allerhöchstens gestreift. Auf jeden Fall müssen wir jetzt hier ganz nach oben. Ich glaube, das ist noch nicht ganz nach oben. Nein, das ist das, wo wir herkamen, aber wir müssen jetzt ganz nach oben. Sagt die Karte. Ich kenne mich ja auch schon ein bisschen hiermit aus, aber... Ich habe sie schon zweimal gespielt, durchgespielt, also nicht so oft wie Zero Mission. Aber ich kann euch versprechen, Super Metroid wird ganz blind, weil da bin ich einfach nicht so von overzeugt, dass ich das vorher spielen soll. Weil Super Metroid, das ist das beste Spiel und da will ich mir nicht den Spaß beim Spielen im Let's Play verderben, indem ich schon vorher es mal durchgespielt habe. Außerdem kommt mit der Steuerung so sowieso noch nicht klar. Deswegen erstmal dieses Spiel und dann werde ich wahrscheinlich auch erstmal Metroid Fusion aufnehmen. Also den vierten Teil, aber anders hochladen. So, das war dann der hier. Und hier hinten gibt es dann wieder ein. Wenn ich das hier hochjage, kann ich mich dann nochmal aufheilen. Ja, ich werde dann Metroid Fusion wahrscheinlich vorher aufnehmen, damit dann die Steuerung noch gleich bleibt. Und Super Metroid werde ich dann halt am Ende machen. Wenn ich jetzt nochmal auf das Kärtchen gucke,
Dann sagt das Kärtchen mir, wartet. Das Kärtchen sagt mir, also wenn ich wirklich jetzt hier runterspringen möchte, dann sollte ich mich am besten rechts halten und einfach probieren, da durchzulaufen. Auf meinem Handy zeigt leider nicht alles an, was scheiße ist. Aber ich kann es nicht ändern. Auf jeden Fall hier rechts halten. Dann hier drüber hoppen. Rupfen. Rupfen und Malz. Dann müssen wir hier runter. Müssen nicht, aber wir können. Und hier gibt es dann nämlich 1, 2, 3, 4, 5. Ein lustiges Item. So, und da haben wir das dann auch besiegt. Ach, das dauert aber nicht so lange. Und jetzt haben wir den Springball gekriegt. Ein kleiner Grafikbug. Aber okay. Ich nehme an, mit sowas muss man leben können. Und das war die falsche Seite. Wir müssen nämlich wieder hier zurück. Ob ihr es gerne hören wollt oder nicht, wir müssen hier zurück, weil da an der Seite gab es nämlich noch einen kleinen Metroid. Viecher, die sind so nervig. Hier gibt es noch einen kleinen freundlichen Menschen. Nein, Menschen, nicht Metroid. Kleines freundliches Tierchen. Oh, das schlüpft sogar erst aus der Larve. Also ich finde die ganz ehrlich, ich finde die Larven stärker als das hier. Also als diese Alpha-Version. Ich verstehe nicht, was diese Alpha... Ich kann noch springen. Warum mache ich das denn jetzt noch so? Das war's dann mit allen Metroids. Also hier unten finden wir dann keine Metroids mehr. Aber meine Karte sagt, dass man hier unten... Ach, das soll das heißen. Dass man hier unten dahin kommt. Ah, schön. Also jetzt erstmal nach links und dann kann ich nach rechts. Alles klar. Zum Glück habe ich die Karte, sonst würde ich mich hier hoffnungslos verirren. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und einen neuen Beam, den Wave Beam. Ja, ja. Und wie man sieht, jetzt haben wir den Ice Beam nicht mehr, aber jetzt können wir halt im Strahl schießen. In der Welle schießen, Entschuldigung. Und durch Dinge hindurch. Was schon praktischer ist. Nein! Scheiße, 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 scheiße. Ich wollte noch gar nicht so weit runter. Hier kann man nämlich durchlaufen. Und dann will ich zuerst hier runter. Habe ich? Ne, habe ich nicht. 1, 2, 3, 4, 5. High Jump Boots. Schön, jetzt kann ich auch hochspringen, freue ich mich. Mal gucken, ob es hier unten noch irgendwelche Raketen vielleicht gibt für mich, oder? Ich wollte jetzt extra nicht auf die Karte gucken. Ich hätte es tun können, aber ich wollte nicht. Naja, Energy Tank freut mich. Ich spiele doch gleich noch fünfmal die Musik.
Wow, wow, wow. Aber ich würde sagen, es reicht erstmal für diese Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Haut irgendwas um und bis dann, Freunde.